Die wissenschaftliche Tagesschau heute von den Next Scientists for Future vom Weltrat für unsere Mini-Online-Universität. Das Wichtigste war heute die Fernsehmeldung von ZDF heute, dass trotz des Corona-Effektes, der ja den CO2-Ausstoß drastisch reduziert haben dürfte, ein gewaltiger, darüber hinausgehender, großer Zuwachs klimaschädlicher Emissionen zu verzeichnen sei. Das bestätigt die These von Professor Hans-Werner Sinn, dass der Effekt von Fridays for Future, Greta Thunberg, Scientists for Future und Extinction Rebellion genau der sein könnte, den er befürchtet hat, dass die fossilen Großkonzerne weltweit Angst bekommen haben vor der Beendigung ihres Geschäftsmodells und deswegen noch schneller Kohle und ähnliche Substanzen gefördert haben und billiger verkauft haben und dass es dadurch zu mehr Verbrennungen gekommen ist als vorher, sodass der einzige Effekt dieser Gruppierung die Steigerung des Ausstoßes klimaschädlicher Emissionen war. Das hatten wir auch befürchtet, denn wir hatten den Plan vorgelegt, wie man das kompetent machen muss, 500 Milliarden Euro jährlich erwirtschaften durch Gemeinwohlwirtschaft und davon dann die Klimaneutralität Deutschlands finanzieren und dann alle anderen Staaten der Erde mitnehmen per Vertrag. Ihr kriegt das Wirtschaftswunder auch, wenn ihr auch gleichzeitig aus CO2 aussteigt. Aber man hat nicht auf uns gehört und die Quittung ist jetzt offensichtlich da. Dann weitere Kurznachrichten. Wir müssten, wenn es um die Kommunen geht, ich zeige nochmal das Schaubild mit unserer Kommunensupervision. Da müssten wir eventuell deutlicher machen hier, dass wie viel besser die Lebensqualität in diesen superglücklichen Kommunen werden soll. Man müsste deutlich machen, dass man in diesen Kommunen als Single, als Paar oder als Kleingruppe oder eben als Gruppenehe im Sinne der Bonobos und des späten Homo erectus leben kann und dass dort quasi, dass wir die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, ich zeige nochmal einige der 100 Sparten unserer Gesellschaft, von denen jede ihre vorteilbringenden Irrtümer aussendet. Hier ca. 20 der Sparten. Und die einzige Aufgabe, die vor einem erfüllten Liebes- und befreiten Liebesleben stehen würde, ist das Rauswerfen der vorteilbringenden Irrtümer aus unseren Gehirnen. Und das können wir, aber es ist trotzdem nicht leicht, weil wir ja, wie können wir Massenmanipulation, Propaganda und Gehirnwäsche so einfach aus den Gehirnen rausschmeißen? Das ist schon nicht leicht. Ja, und ansonsten gibt es noch ein interessantes Thema. Der sehr gute Geisteswissenschaftler und vernünftige Geisteswissenschaftler, Diplom-Theologe Jürgen Wagner scheint so ein relativ bedingungsloses Schenken zu befürworten. So etwas wie ein familiäres, geschwisterliches Teilen. Das ist so lange unproblematisch, wie jeder mitkriegt, wer wie viel schenkt, weil dann die Frauenkörper sich ja noch darauf einstellen, dass sie versuchen, den Vielschenker,
oder die Vielschenker zu den nächsten Erzeugern ihrer Kinder zu machen? Würden diese Dinge aber wirklich selbstlos geschenkt werden, ohne Kenntnis der beteiligten Frauen zum Beispiel, bestünde die Gefahr, dass die Vielschenker aussterben würden, weil ja im Prinzip die Kinder ganz unabhängig von der Schenkleistung gezeugt würden und dadurch dann eine Gruppe ineffizient werden würde im Vergleich zu Gruppen, in denen das Schenken öffentlich stattfindet, wodurch die Frauenkörper dann die Chance hätten, die vielschenkenden Männer als Erzeuger zu bevorzugen. Dann hatten wir hier noch, glaube ich, eine kurze Kurznachricht, dass wir also noch einmal uns klar machen, dass wir es mit den beiden großen Weltseuchen, den beiden Geißeln der Menschheit zu tun haben, Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft, wobei wir heute ja natürlich in Deutschland keine reine Pseudoplanwirtschaft haben, sondern einfach nur pseudoplanwirtschaftliche Denkmodelle und Konzepte und pseudokommunistische Konzepte, und die Wahrheit liegt halt in der Mitte, in der Gemeinwohlwirtschaft. Ne? Ja, das war's schon. Jetzt kann ich zum Schluss halt gerade nochmal zeigen. Also, darum muss es eben gehen, dass wir Gemeinwohlwirtschaft, mit Gemeinwohlwirtschaft die Marktwirtschaft und der Pseudokommunismus und die Pseudoplanwirtschaft ersetzen. Ja, so viel für diese ultrakurze wissenschaftliche Tagesschau heute mit Kurznachrichten. Tschüssi, bis bald.